Herzlich willkommen zurück, liebes YouTube. Wie ihr da seht, unter mir hat sich gerade der Lumpenchat verabschiedet. Könnt ihr auch nochmal direkt wieder Hallo sagen? Ich sehe hier. Hier, da habe ich den schon vor langer Zeit gefunden. Aber hier sieht's. Seht ihr das? Das sieht auch nach einem Kreis aus, wenn man sich richtig hinstellt. Ich muss da wahrscheinlich auf die andere Seite hin. Dann ist das auch ein Kreis. Man wird irgendwann paranoid, ne? Man sucht die ganze Zeit irgendwelche Kreisbilder. Aber wenn ich das hier unten von der anderen Seite mache. Kreisgebilde, nicht Bilder. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Komme ich hier runter? Nee, muss ich Leiter nehmen. Komme ich jetzt ins Fernsehen? Ja, so ein bisschen. Zumindest, wenn man YouTube auf dem Fernseher macht. Dann auf jeden Fall. So, hier ist kein Kreis. Hier, wie war das denn mit Perspektive, dem doofen. Ja. Seht ihr das? Boja! Voll gut. Übernimmt keine Verantwortung für die Verletzung durch Hälfte, diesen Kopf auf den Tisch schmeißen, hervorgerufen werden. Verklagt mich. Genau. Hate-Mails an slyfoxlive@mail.de, bitte. Da geht das dann. Ach, voll gut. Wir haben ihn wieder gefunden, ne? Oh, so gut. Das meine ich, das Spiel, ne? Mann. Manchmal macht es einem das Spiel aber auch nicht leicht. So, jetzt habe ich da unten, glaube ich, noch in der Burg was gesehen. Da will ich da gerade noch einmal schnell hin. Ich habe ja das eine Kreisrätsel gehabt, das wir vom Dach aus gesehen haben. Kriege ich das Kreisrätsel auch hin, wenn ich von der anderen Seite schaue? Also, kriege ich das nur so hin? Ja, ich glaube schon. Von der anderen Seite wäre halt cool, aber ja, kriege ich nicht hin. Okay, zurück. Was ist eigentlich aus der Windmühle geworden? Boah, da will ich mich irgendwann, wenn ich ganz viel Zeit und Muße habe, will ich die Dinger da machen. Was waren hier mal? Das Rätsel habe ich immer noch nicht verstanden. Ich habe keine Ahnung, wozu dieser komische Dreieck da ist. Raff ich immer noch nicht. Das war hier immer durch Trial and Error. Hier, der wäre auch super. Müsste man doch eigentlich auch. Ich meine, den habe ich ja, ne? Aber müsste ich doch auch irgendwie von da hinten wegziehen können. Kommt man hier runter? Sicherlich, oder? Ich will sicherheitshalber einfach mal ein paar Dinge abgehen. Es gibt doch noch so viele Dinge, die ich noch nicht entdeckt habe. Mal wie hier. Hier ist doch bestimmt irgendwann mal was. Und sei es halt nur ein toller Ausguck. Oh, ein Hundi! Hey, Hundi! Ich hab nichts gefunden, aber ein Hund. Versteinerten Hund? Der Hund von Pompeii? Ich glaube, Pompeii war die. Doch, Pompeii war das, die untergegangen sind, ne? So, hier im Dorf haben wir schon mal festgestellt, hier kommen die ganzen Rätsel an, die wir bisher hatten. Aber ich glaube mal, so ein Schattenrätsel oder so, das hätte ich auch hinbekommen. Das hier raffe ich noch nicht ganz. Hier muss ich es irgendwie schaffen, alles orange hinzukriegen. Und hier haben wir auch so ein. Doch, das könnten wir mittlerweile lösen. Ist es automatisch hierauf? Sind die beiden da direkt aneinander gezwungen oder muss ich einfach nur ein Zweierfeld dahin basteln?
Ist, ach, die Tetris-Blöcke, ne? Da hatten dieses Jahr mal. Oh, hier, die Dinger will ich auch irgendwann mal umklappen. Ich wünschte ja, dass das irgendwann mal passiert, wenn da ist. Aber da, so weit sind wir noch nicht. Gut, schauen wir mal im Dorf nach, ob wir noch irgendein Rätsel hier finden, was wir lösen können. War schon fast richtig. Oh, jetzt ist Figur. Ach, mach mich nicht fertig. Ich komme hier später wieder, wenn wir die Tetris-Rätsel lösen können. So, was hab ich? Oh Gott. Tetris-Rätsel. Ich habe irgendwann mal spitz gekriegt da oben, dass ich die Dinger nachbauen muss. Dass ich hier zum Beispiel das Geflecht nachbauen muss. Ja, sobald wir Tetris-Rätsel können. Also es gibt halt noch Rätsel, die wir überhaupt nicht verstehen. Wie das hier. Punkte, Sterne, Tetris-Rätsel, hä? Hier ist auch übrigens irgendwie so ein schickes Rätsel, weil hier ein Kreis ist. Und hier, da haben wir so viel gelöst, ne? Und da oben kommen wir einfach noch nicht hin. Da waren wir stehen geblieben, da oben kamen wir hin. Den Punkt? Kreis? Nein? Schade. Und darum habe ich ja damals gesagt, wir gehen da hinten zum Sägewerk oder was auch immer das da ist. Steinbruch, Sägewerk, irgendwie sowas ist das. Oh, das Bambusrätsel da oben hatten wir auch schon. Das sieht für mich übrigens tierisch nach einem Punkt aus. Ist doch Teufel 1, ist doch ein Punkt. Aus welchem Winkel ist das ein Punkt? Hier. Und wo sehe ich den nachher? Vom Dorf? Ich jetzt? Und da kann ich ja. Pompeji und. Du musst nicht alles Airhorn heifen. Ich hätte es auch direkt zugelesen. Herkulen sind, sind beide Städte im 79 nach Christus durch einen Ausbruch des Vesus vernichtet wurden. Ja, genau. Also, Pompeji war die Stadt, in der die ganzen Aschenmenschen waren. So. Hier, das habe ich zum Beispiel auch noch. Hier, Punkte. Wo ich so stehe und sage, yo. Weißt du, was machen wir denn? Trennen wir die hier alle? Yo, passt nicht. Ich mir auch denke, irgendwie ist das hier. Oh, aber wir Sternchenrätsel können wir auch noch nicht. Okay, dachte ich mir. Gehen wir weiter. Wollen ja auch hier. Nicht mal ein Schatten. Ich habe hier gar nichts. Wahrscheinlich muss die Tür dazu erst auf. Darum kam ich hier auch nicht weiter. Oh, hier oben ist aber... Kann ich gleich hochklettern? Das eine Rätsel von eben. Ah, nee. Okay, das hatten wir ja auch schon. Hier. Seht ihr? Hm. Ach, anderer Blickwinkel, ne? Genau. Ich habe den nicht geslidet, ich habe einfach nur keinen Bock, den runterzureden. Das ist ein Riesenunterschied. Nee, wo ist denn hier die lustige Brücke? Da Kreise? Hier, da, ich kann sie nicht sehen, schade. Hallo Schatten! Hallo! So. Ah, hier ist auch die tolle Windmühle. Wir müssen auf jeden dieser Flügel irgendwie kommen. Das ist übrigens auch noch ganz. Ich will das jetzt hier gerade erstmal machen. Zur Frage, welche hatten wir denn schon? Den hatten wir schon. Das heißt, wir müssen dann gleich irgendwie hier drauf bleiben. Den ersten hatten wir. Das heißt, wir versuchen. Weiterhin brav hier drauf zu bleiben. Nein, ich will doch darauf bleiben, Mensch. Okay, dann nehme ich den hier. Da komme ich aber nicht hin. Nee. Fuck. Nein, egal.
Hey, kleiner Freund. Oh, my God. How does it happen in this poor old world? That thou art so great, and yet nobody finds thee. Das kann ich noch nicht. That thou callest so loudly, and nobody. Dann gehen wir jetzt da hinten wieder zum lustigen Bach. That thou art so near, and nobody feels thee. Weil das kriegen wir irgendwie thou hin. Thou givest thyself to everybody, and nobody knows thy name. Irgendwas im Wasser, was ich. Men flee oh, from thee and say they cannot yeah. find thee. Wasserlichter. They turn their backs and say they cannot see thee. Will man Kreis anklicken? Stop their ears and say they cannot hear thee. Hans Denk, circa 1520. Ja, ich habe ganz bewusst das nicht. Aber ist kein Problem, das göttliche Ehrhorn. Das können die Leute. Hallo. Wie das? Wie? Warum nicht? Hallo, ich habe hier gerade einen Kreis gefunden. Ah, okay. Das ist die Lösung. Juhu! Du Spiel einer. Weißt du? Da. Juhu! Manchmal möchte ich noch mal erwähnen, ist das Spiel schon dezent. Okay, das kriegen wir noch hin. Einfach, man muss ja nicht immer alles nehmen. Es macht ja auch manchmal Spaß, euch ein bisschen an der langen Leiter zu lassen. Nee, wir haben noch ein weiteres Gewinnspiel, Firehawk. Das erste hat Hyphen gewonnen. Wie sollte es anders sein? Das andere ist noch frei für 10 Uhr. Da sind drei oder vier Leute drin gerade. Also, das geht noch. Wer hat gewonnen? Das erste, ja, habe ich eben gerade gesagt, dass es Hyphen war. Wer sonst? Dann ändert sich nichts. Wenn er bei Dicky nichts mehr gewinnt, kommt er jetzt zu mir und gewinnt alles. So, wir sind hier im, keine Ahnung, Steinbruch, Wasser, Super, Land, Sägewerk. Oh Gott, Tetris-Rätsel. Und das ist das Anfangsrätsel. Ich will kein Tetris-Rätsel. Oh Gott, Sternchen auch noch. Okay, Sternchen kriege ich vielleicht hin. Aus. Rein. Warum nicht? Die sind drinne, die sind draußen. Okay, mache ich das halt anders. Nehme ich die jetzt rein? Ne, das geht nicht. Das war doch richtig. Willst du mich verarschen? Drinne, draußen. Außen? Ich gebe eine Runde aus. 5 Bier für die Männer vom Sägewerk, ja. Was ist denn hier ein falsch? Ich nehme die rein. Die sperre ich aus. Doofes Spiel. Probier das später nochmal. Einmal schaue ich mich hier noch ein bisschen um. Yay, wir haben eine Leiter. Wo bin ich? Und jetzt? Ah, warte mal. Ist das meine Geschwindigkeit? Ist mir egal, was die Sterne sind. Ich hab ein gottverdammtes Boot. Ich musste vorhin doch sowieso mit einem Boot. Erinnert euch hier unten bei den Lichtern? Ja, genau hier. Da musste ich mit einem Boot machen. Oh geil, ich kann sogar stoppen. Der Shit. Gib Gummi. Voll gut. Räum mir gerade einen Keks, ey. Schiffchen fahren. Voll gut. Ich kann jetzt um die Insel turteln. Und da gab es nämlich ein doofes Rätsel. Daran entsinne ich mich noch sehr, sehr gut.
Hier vorne. Nee, nee, mein Freund. Jetzt schön langsam. Genau. Wir fahren jetzt hier schön langsam lang. Schiffchen fahren, Kekse. Kekse. Ja, genau, ne? Das war vorhin schon mein Gedanke. Wo dieses blöde Ding war. Und ich dachte, Mensch, ey, hätte ich mal. Könnte ich irgendwie aufs Wasser oder so. Der Vorteil ist, wenn ich es hier schnell sehe und ausmache, kann ich immer noch nach links gehen. Ich hab ein Schiffchen. Gottverdammtes geiles Schiffchen. Jetzt fahr schneller. Captain, Halbmast. So. Ich sehe doch schon. Gib mir! Gib mir! Oh Gott, Gott, Gott. So. Oh nein! So. Lichtstrahl, bewegt dich schön mit. Und das geht rückwärts bestimmt auch nochmal. Gut zu wissen. Gut, dass wir ein bisschen rum und her gesprungen sind. Bin gerade äußerst positiv angetan. Das Spiel, ne? Manchmal. Ja, aber nur manchmal. Möchte ich ihm ein bisschen wehtun. So, jetzt mach mir schneller Sonne. Ja, ich kann es jetzt nicht mehr abbrechen, um mehr Gas zu geben, aber. Ich glaube nicht, dass es rückwärts gibt. Klar. Wuhu! Muss es doch geben. Entschuldigung. Ich hab genießt. Petri hat gefliegt. Na, aus welchem Film war das? Bock auf Kekse. So. Lande ich da etwa am Haus? Darum, warum ich da nie rankam? Aufwischen. Genau ins Auge. Ja. Ich sehe es schon wieder. Mein lieber Lumpenchat. Ach, und ich war mich immer wundern, warum ich da nicht hinkomme, ne? Jetzt weiß ich's. Ey. Solltest du hier nicht halten? Oh Gott, wir fahren zu weit. Hier. Seht ihr? Es gibt zurück. Ist ja geil. Bing, 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 bing. Boah, es gab eine Glocke. Voll gut. Seht ihr, es gibt zurück. Es gibt zurück. Es gibt zurück. Einer von uns. Ich bin direkt nachgefragt. Fred, einer von uns? Einer von euch. Einer von vielen. Donnerkuppel. Zwei gehen rein. Einer geht raus. Zwei gehen rein. Einer geht raus. Ich hab ein Bötchen. Ich hab ein Bötchen. Ach, guck mal, hier ist das Kabelchen jetzt auch. Und jetzt? Damit kann ich bestimmt mein Boot rufen. Teil des Schiffs, Teil der Crew. Teil, also auch, das geht auch. Ah, guck mal, ich habe eine Sandburg hier. Oh, ist mir noch nie aufgefallen. Ich habe ein Boot. Er hat ein knallrotes Gummiboot. Also, wir fahren jetzt ausnahmsweise mal hier lang. Und dann docken wir mal wieder da an. Oh, kann ich hier auch an den Stern? Ich hab schon wieder genießt. Jetzt muss ich einen Grund haben, warum ich jetzt hier durchfahren kann. Irgendwas Tolles muss ich doch hier sehen können. Du bist es wahrscheinlich nicht. Dich habe ich außerdem schon.
muss irgendwas anderes sehen können. Genau, ins andere Auge. Tja, und was ist? Beide blind. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Sofort zurück. Captain auf Halbmast. Da steht eine nackte Frau. Wie konnte ich die jahrelang übersehen? Seht ihr sie? Da. Okay, deine Notbremse ist aber wirklich hart, Junge. Ach, guck mal, da ist die Harpie. War eine Harpie, ne? Hier die Frau mit den Engelsflügeln und den Krähenfüßen. Das war eine Harpie, wenn ich mich nicht täusche, ne? Hier. Oh, oh mein Gott, ich habe noch was Neues gefunden. Seht ihr das? Da ist ein Punkt, hier, da, mit den Haaren. Aber wo kriege ich den Punkt her? Titnussi. Aber ich hab einen Punkt gefunden. Okay. Irgendwoher brauche ich den. Die sehe ich jetzt zum ersten Mal, ey. Wo kriege ich denn da den Kreis her? Warte mal, Jungs. Ja, wir fahren jetzt hier lang, aber trotzdem. Irgendwo muss ich den Kreis ja herkriegen. Wir wissen, dass wir hier noch ein Rätsel haben. Das ist sehr wichtig. Tipp, die hat keine Flügel. Ach, ehrlich, habe ich schon mitbekommen. Später hatte sie eine. Also wir hatten ja schon mal diese lustigen Muster gefunden. Hier, irgendwo, Baby. Wo ist der Kreis? Hier führt das auch irgendwie weiter. Egal, gib Gummi. Müssen wir uns das nächste Mal wahrscheinlich da oben irgendwie hinstellen. Und hier mit den roten Dingern arbeiten. Aber die habe ich nicht gesehen. Die ganze Zeit nicht. Na gut, dass wir ein Boot haben. Er hat ein knallrotes Gummiboot. Mit diesem Gummiboot war ich daheim. Ja, es wird ja eine Harpie. Warte mal, dann geht doch jetzt das Lichtding doch bestimmt auch in die andere Richtung. So. Komm, komm. Fußfetisch. Wie seid ihr denn schon wieder drauf? Nee, geht in die andere Richtung nicht. Schade. Okay, gib Gummi. Niemand hat vor, hier eine Lichtmauer zu bauen. Nee, geht auch nicht. Hm, schade. Voll gut, ich hab ein Boot. Ey, ich kann um die komplette Insel fahren. Sehe nicht, sind Docken drüber. Hm. Ja. Das haben alle Frauen so. Alle Frauen haben. Haben. Ich wollte schon sagen, Krähenfüße. Das ist jetzt ja nicht ganz unrecht. Später kriegen die die. Das wäre unfair, das aber so zu behaupten. Aber alle Frauen haben Vogelfüße. Klingt genauso doof. Harpie sind, glaube ich, ganz normale. Sie haben Flügel und Vogelfüße. Ich wüsste einfach nicht, wie es anders bezeichnen sollte. Das macht Ding, 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 wenn ich ankomme, ne? Voll gut. So. Ja, ja. Ja, ich weiß, Anja. Ist okay. Ein bisschen Spaß muss sein, ne? Nur ein bisschen. Dafür lieben wir die holde Weiblichkeit ja dann doch zu sehr. Das Schlimmste ist, die Quotes können nur Mod einpflegen. Ja, wir haben einen Mod da. Den müsstet ihr nur mal in den Hintern treten. Nö? Wozu habe ich einen Mod? Oh, hier wird sich also später irgendein Scheiß öffnen. Okay, gehen wir jetzt mal da hinten hin. Er macht keine Mods. Naja. Spätestens nächstes Jahr im Januar wird ein neuer Mod, also ein zusätzlicher Mod benannt. So, was finden wir denn hier? Steine. Läuft, Steine. Oh weh, das ist ein Rätsel hier, dieser Gang. Dann laufe ich Amok.
Okay, da oben ist so ein Gedöns und hier führt mich Wasser hin. Müssen wir in die Kirche? Wo ist Basti? Leibotski, los! Ich rufe dich erst im Januar. Ja, wieso? Ist wieder ein Jahr um. Kann ich hier irgendwas Tolles durchsehen? Sieht nach Kohle aus. Klarer Fall von Kohle. Im Bett helfen. Ihm geht's nicht gut. Ja, Basti ist nicht so auf der Höhe mit nur gefühlt einer Lunge. What the fuck? Okay. Hier habe ich schon wieder dasselbe Rätsel wie eben, nur mit ja, in der Lunge, zum Lungenfell. Ja, da hat sich die Lunge vom Zwerchfell gelöst, so ich verstanden hatte, ne? Nochmal zur Info, liebe Leute. Ausrufezeichen Giveaway. Könnt ihr dran teilnehmen, sobald ihr 100 Benes habt. 100 Benes, ganz simpel. 50 Benes für ein Follow. Aus 10 Benes, Sub 250. Und für alle 5 Minuten Zuschauen gibt es 5 Benes ein. Und wenn ihr in diesen 5 Minuten im Chat aktiv wart, gibt ihr sogar für die 5 Minuten 2 Benes. Ausrufezeichen Giveaway. Könnt ihr gerne dran teilnehmen. So, wir versuchen das jetzt hier nochmal aufs Neue zu lösen. Ja, passt doch. Was? Warum hat das denn dann eben nicht hingehauen? Hat er Lungenfell gesagt? Ja, Zwerchfell gesagt, oder? Oh, 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 das hatten wir auch schon mal. Guck mal, hier ist auch noch ein Punkt. Seht ihr das? Da. Ich muss da oben hin irgendwie. Zwerchfell? Ja, hab ich doch gesagt, Zwerchfell. Hab doch nicht Lungenfell gesagt. Würde nie sagen. Beweise. Oh, hier, guck mal. Tür auf. Gar nicht. Läuft. So, und jetzt? Habe ich noch eine Tür. Türen kann ich auch machen, wie kein zweiter. So, jetzt komme ich hier auch hoch und runter. Oh, noch mal Zeit. Und ich kann immer noch nicht diesen blöden Punkt hier in Beschlag nehmen, ne? Egal, wie ich es aktuell drehe und wende. Für mich übrigens auch nochmal sehr verdächtig, das Ding hier. Schreit auch irgendwann mal nach einem Punkt. Aber okay, gehen wir wieder runter. Wir finden da noch was raus. Greifen, ich bin raus. Klack, weg ist er. Aber bei Basti geht's ums Lungen. War schon richtig. Jo. Wow. Ist es okay, wenn ich dich Panda nenne? Panda Choco Marva? Panda Choco Marva. Danke für den Follow. Panda Choco Marva. Guck mal. Wird ein Abbild von mir in Stein gehauen. Noch mit lockiger Pracht. Als ich noch die Haare schön hatte. Läuft, oder? 1:1. Panda? Ja. Panda Choco Marva. Danke für Follow. Nochmal. Steht zumindest Panda da. Na? Ah, nein, wir schauen Männer nicht unter den Rock. Das ist unästhetisch. Wow. Der gute Three-Point Landing läuft. So, wir haben jetzt trotzdem hier so. Wie kann ich denn beide Punkte. Da geht das Ding hoch. Ist das mit einer Anforderung? Ich kenne Pandas. Ja. Dann grüßen wir schön. Zwerchfell trennt Brustraum von der Brusthülle. Korrekt. So. Oh Gott, jetzt geht das wieder ab. Okay. Sind wir mal einfach? Nee, geht nicht. Toll. Habe ich mir schon fast gedacht. Dich muss ich abnehmen? Wie wäre das? Auch nicht. Muss ich dich einkreisen? Was willst du? Mach die Tür zu. Warte mal. Was ist denn, wenn ich... Hier, seht ihr das? Das ist ein Punkt, das ist ein Punkt. Und da muss ich doch einen Punkt zusammenkriegen. Wie krieg ich das Ding zu? Wie krieg ich das Ding zu? Das Ding da muss weg. Verpiss dich. Das kenne ich.
Dass das Ungleichzeichen nicht so schnell geht. Das heißt, mit CC plus anderer Programmiersprache ist nicht gleich. Ungleich? Egal. Okay, wir widmen uns diesen lustigen Hier hat er mir gesagt, ich mache irgendeine Funktion. Was ist denn, wenn ich dir... Ich raff das nicht. Was? Warum? Muss ich das auslassen? Muss ich diesmal die Punkte wegnehmen? Nee, jetzt hat er gerade irgendwas angezeigt. Dich muss ich nehmen, oder was? Muss ich dem irgendwie mehr Raum lassen? Warum hat das funktioniert? Oder sind das einfach nur drei Felder, die ich hier freigeben muss? Umgebung, gibst du mir irgendwelche Tipps? Ich verstehe das erste Rätsel ja noch nicht mal. Warum muss ich den Punkt stehen lassen? Und er hat es trotzdem anerkannt. Hätte ja das nehmen können, aber das wollte er nicht. Er wollte das hier. Verstehe ich nicht. Wo steht das Symbol? Berühre es nicht? Weil dann müsste das hier ja auch funktionieren. Aber die drei leuchten und der ist weg. Aber warum hat er denn... Warum tut er dann nur den einen ausblenden? Die weiß aus und würde ich mitnehmen. Die roten nicht, ist nur eine Vermutung. Nee, das hatte ich auch schon. Es ist ja egal, welche ich nehme. Hier. What the fuck? Wieso geht der denn jetzt? Ich hab den nicht mal verstanden und ich hab richtig. Nein. Siehst du? Jetzt ist der weiß und der nicht. Ich habe nicht mal eine Ahnung, warum das hier gerade ging. Warum ging das? Fuck, ich habe nicht mal aufgepasst, wie es war. Och Mann. Ich glaube hier so, ne? Auch nicht. Doch. Warum? Warum? War der erste hier auch? Oben links. Woher soll ich denn wissen, welchen ich aktivieren muss? Ach, der da oben. Das heißt, ich probiere jetzt alle mitzunehmen. Außer den letzten. Ah! Checkpoint. Okay. Der, der einmal blinkt, den muss ich einfach... Der muss übrig bleiben. Der da. Nee. Fuck, jetzt habe ich vergessen, welcher. Hier, ne? Ah, nee, da oben. Bewegt er sich? Warum? Wieso bewegt er sich denn jetzt? Oh, nee. Ich verstehe es nicht. Der wandert. Ach, ehrlich?
Muss ich einfach nur einen übrig lassen? Scheißegal wie? Warum? Nein, warum? Wieso? Wieso musste ich denn jetzt hier alle nehmen? Achso, da gibt es nämlich eine Fehlermeldung, dass gar keiner ist. Ah, okay. Dann ergibt das jetzt Sinn. Boah, diese Punkte machen es nicht besser für mich. Okay, warte mal. Der da. Nein. Na, das wird mich jetzt auch gewundert. Ist es denn immer noch derselbe? Der hier. Okay, der ist immer noch. Wandert er jetzt wieder? Wieso wandert er? Pro einen Ventilator musst du ein Feld stehen lassen. Aber... Achso, weil hier gar kein Ventilator ist. Ist egal, wo ich es stehen lasse, oder? Da muss es ja scheißkomm egal sein. Dann kann ich dem ja auch so geben. Ne, kann ich nicht so geben. Schade, ich wollte schon gerade lauter als rumbölken. Ja, ich weiß, das geht nicht. Wenn es so nicht geht, dann... Was, da ist doch einer. Er muss den berühren, oder was? Muss der im Feld sein? Verstehe ich nicht. Der wandert, weil da kein Zeichen ist. Wie, der wandert? Wieso sollte der wandern? Gibt ja gar keinen Sinn, dass der wandert. So, wenn der jetzt nicht hier ist, ist es das einzig logische Zeichen. Ich raff das nicht ganz, warum der wandert. Ich höre, es heute alle echt schlimm. Ich verstehe nicht ganz, warum er wandert. Muss der einfach noch einen berühren? Weil für mich ist der einzige logische Abschluss hierfür ist der. Und entweder A, probiere ich das jetzt so lange aus, bis der wieder da hinten drauf ist. So, das wäre jetzt ja jetzt der Fall. Ich raff es nicht. Okay. Er muss ihn anscheinend berühren. Aber dann müsste es da auch das tun, oder? Nee, das tut's nicht. Also er muss anscheinend im Feld sein. Okay. Der muss auch im Feld sein? Okay. Auch im Feld? Auch im Feld? Okay, also er muss im Feld sein. Oh, das ist eine eindeutige Sache. Ja, ja, groß reden könnt ihr, wenn ihr da hinten im Chat steht, ne?
Hier lasse ich einen zweiten übrig. Oh, verkacke. Das verlangt mir zu viel Gehirnschmalz ab. Ist ja okay. Warum die Chance versauen? Welche Chance? Okay, das geht nicht. Hier komme ich auch nie wieder um. Was soll ich lassen übrig? Aber dann habe ich den hier nicht. Und ich muss sie ja berühren. Fuck. Warum nicht? Das sind zwei, ja, ich weiß. Bedingt. No, du bist gut. Okay. Das Rätsel ist schwerer als gedacht. Wegkriegen würde ich die alle. Ne? Aber das ist nicht richtig. Ich muss einen übrig lassen. Danke, HackerHack13 für den Follow. Vielen, vielen lieben Dank. Da siehst du, so super. Leute, ich krieg das nicht. Ich verstehe das gerade nicht. Warum nicht? Die habe ich ja noch verstanden, dass einer immer da sein muss. Aber ich nehme jetzt gerne Vorschläge, weil ich krieg's gerade nicht hin. Ja, ich weiß, es sind zwei. Ich check gerade mein Summer Car nicht. Heifen, das hilft mir wenig bei meinem jetzigen Problem. Und den hier. Der nervt mich doch am meisten von allen, weißt du? Den muss ich ja nehmen hier oben. Und dann hänge ich hier fest und krieg gar nichts. Also Bugler, wenn du es nicht hinkriegst, wer dann? Ich bin, wie gesagt, mal AFK. Ja, ich nehme jetzt gerne Vorschläge an. Weil da muss einer sein. Irgendwo muss der Kollege bestückt werden. Und das geht nicht. Wir müssen verbunden. Oh Mann, ey. Das Spiel, du bist doof. Und meinen Punkt habe ich immer noch nicht. Geht hoch? Habe ich mir schon fast gedacht, dass das hier hoch runter ist. Okay.
der muss bestückt werden. Allein für diese Ansage, ne? Aber egal, das spare ich mir dann einmal. So, jetzt aber hier. Gib mir meinen Punkt. Gib mir meinen Punkt. Gib mir meinen Punkt. Na, 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 na. Ach komm, nur ein bisschen noch. Warum willst du das denn nicht verschießen? Guck mal, hier ist doch schon schön niedlich. Wird das Ding da loswerden? Augen? Oh, guck mal, guck mal, guck mal hier. Ich habe Flügel bekommen. Geil, oder? Holy shit, hier schön Flügel. Ach ja. Irgendwas anderes Schickes, was ich hier finde? Was gibt's hier? Gar nichts. Oh, doch, eine Krone. Hier. Ah. Oh, mit Zepter. Geil. Krone und Zepter. Läuft. Wisst ihr Bescheid? Bin geheiligt. Geheiligte Königkeit. What the f... Nee. Doch, das krieg ich hin. Das krieg ich noch hin. Das krieg ich noch hin. Nee. Warum nicht? So. Er muss einen grünen haben, ne? Ja, ich weiß, mein Ding hat angeschlagen. Verstehe jetzt noch nicht ganz, warum. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ich will das trotzdem hier gerade noch ausprobieren. Bin da gerade sehr enthusiastisch. Ah, guck mal, das ist nämlich der Punkt. Oh, sweet. Ich hab gesagt, du sollst das da passend hinfahren, Junge. Muss ich dich hochführen, ne? Achso, ja, unten war auch einer, ne? Ja. Da, Punkt, 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 Punkt. Hier komme ich ja nicht lang, ne? Aber hier komme ich lang. Komm, gib mir einen Punkt. Gib mir einen Punkt. Gib mir einen Punkt. Führ mich weiter, führ mich. Führ mich zum Schotter. Ist ja das Spiel, ne? Ihr sucht überall Punkte. Ohne Punkte könnt ihr gar nicht mehr leben. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das nachher bei dem anderen Ding mache, aber... Bam! Wahrscheinlich muss ich mich da so doof von hier hinstellen, ne? Das könnte sein. Genau. Das Geilste, was geht. Und ich mach das. Geht das auch von hier? Schauen wir mal gerade. La, noch viel besser. Hat nichts gesagt. So. Oh Gott. Diese Rätsel. Nein, ich will sie nicht. Ich muss einen grünen hier mit reinarbeiten. Ah. Okay, warte, wir müssen vielleicht gerade feststellen. Das ist eine Art Dame? Muss mit denen? Testen wir das mal gerade. Das ist eine so Art Dame. Das heißt... Wow, da ist mein Hirn aber volle Leistung da. Ja, Leute, hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Mal schauen, wie gut mein Hirn dann noch ist. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich bedanke mich herzlichst fürs Zuschauen. Ja, ne? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich habe heute ein bisschen Frust gehabt wieder.
Aber wir haben letztendlich alles gelöst gekriegt. Freue mich drauf, wenn es beim nächsten Mal weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Oh, wir haben ein Boot! Gottverdammte Scheiße, wir haben ein Boot! Euer Sly. Ciao.